Hier wollen sie rein, alle beide. CDU-Chef Armin Laschet und sein Kollege Markus Söder von der CSU rütteln beide am Zaun des Kanzleramts und der Machtkampf in der Union spitzt sich abermals zu. Sowohl Laschet wie auch Söder bekommen die Unterstützung der Führungsgremien ihrer Parteien. Das Meinungsbild im Präsidium als auch im Bundesvorstand ist eindeutig. Es gibt eine breite Unterstützung für Armin Laschet als Kanzlerkandidaten von CDU und CSU. Die CDU hat in ihren Gremien beraten mit erwartbarem Ergebnis. Und so hat auch das CSU-Präsidium beraten und Markus Söder für seine Kandidatur einstimmig Rückendeckung gegeben. Laschet, der in den Umfragen hinter Söder liegt, wittert zwar Oberwasser, vermeidet es aber, Söder offen zum Verzicht aufzufordern. Ich habe mit Markus Söder verabredet, dass wir dieses Verfahren, was wir jetzt gewählt haben, gemeinsam machen. Wir sind gestern gemeinsam vor der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, vor dem geschäftsführenden Vorstand der Fraktion aufgetreten. Wir haben in den Grundzügen, die ich gerade genannt habe, eine große Übereinstimmung. Und wir haben verabredet, dass das CDU-Präsidium heute keinen Beschluss fasst, sondern dass wir ein Meinungsbild einholen. Und Sie kennen alle die Erklärungen auch von Markus Söder am gestrigen Tag. Zwar hatte Söder erst am Sonntag versichert, er wolle nur mit Unterstützung der CDU Kanzlerkandidat der Union werden. Doch tags drauf ist für den CSU-Chef damit nicht die Führungsriege der Schwesterpartei gemeint. Ich habe immer gesagt, eine breite Mehrheit der CSU, dazu gehört auch nicht nur Vorstand, sondern da gehört auch Fraktion, dazu gehören auch die Verbände. Und wenn Sie anschauen, die Meldungen laufen jetzt ein bisschen kreuz und quer. Ich habe gar nicht ganz die Übersicht, wer sich wo überall äußert. Das wird man sicherlich in den nächsten Tagen klar haben. Tatsächlich hat Söder auch in der CDU seine Anhänger. Doch als Chef der deutlich kleineren Partei kann er der Union die Kanzlerschaft nicht aufzwingen. Auch wenn Laschet aufs Tempo in der K-Frage drückt, sollen jetzt erst einmal weitere Gespräche geführt werden. Söder kann also unbeirrt versprechen: Wir sehen uns wieder. Ja, ich auch. Dankeschön.